Heute schauen wir uns ein spannendes Objekt im Auftrag eines Co-Investors in einer Deal-Analyse mal genauer an. Ob ich für dieses Objekt eine Kaufempfehlung aussprechen kann, das erfährst du in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Immobilien in den USA. Ein Co-Investor aus Europa bat mich, für ihn ein Objekt zu analysieren, was er spannend fand. Und genau das siehst du in diesem Video. Wir schauen uns das Haus vor Ort an, analysieren die Zahlen und am Ende des Videos erfährst du, ob es dafür eine Kaufempfehlung gibt oder nicht. In meinen vorhergehenden Videos habe ich dir mehrere Portale zur Immobiliensuche hier in den USA vorgestellt. Eins davon ist Redfin, redfin.com, den Link setze ich dir auch unter das Video. Redfin.com musst du dir so vorstellen, das ist ImmoScout nur in cool. Also Redfin hat nicht nur die Immobiliensuche, die veröffentlichen die Immobilien, sie veröffentlichen auch ihre Zahlen. Da habe ich dir auch schon im vorhergehenden Video gezeigt, welche Zahlen, Marktzahlen Redfin alles veröffentlicht. Den Link, den setze ich dir jetzt auch unter das Video, beziehungsweise blende ich dir rechts oben ein. Redfin an sich, also der Plattform, kommt bei diesem Objekt eine besondere Rolle zu. Warum, erfährst du gleich. Das Haus im heutigen Video ist schon seit fast über einem Monat am Markt verfügbar. Das heißt, es ist in allen Portalen öffentlich zugänglich. Das Haus kam als Anfrage von einem Co-Investor aus Deutschland und der wollte wissen, ist das Haus was für mich, würdest du eine Kaufempfehlung abgeben oder nicht? Der Deal und die Analyse dazu ist Bestandteil eines Paketes, eines Analysepaketes, was wir für ihn geschnürt haben. Und heute erfährst du alle Zahlen und Daten zum Haus und wir schauen uns den Deal, den wir auch für ihn analysiert und geprüft haben, einfach mal genauer zusammen an. Im Hintergrund seht ihr schon, darum geht's. Das ist ein Duplex, also ein Zweifamilienhaus mit einer schönen Garage. Da warten wir jetzt mal auf die Maklerin und gucken mal, was das Haus so kann. Also zwei Apartments, ein Ein-Bedroom-Apartment mit zwei Bädern, das ist auch selten. Und ein Zwei-Bedroom-Apartment mit einem Bad, aber einem komischen Schnitt. Mal gucken. Ja, eine riesengroße Garage hat das noch und durch die Garage macht der Deal zu der Preislage auch Sinn. Aber die Zahlen schauen wir uns später nochmal an. Spannend an dem Deal, es steht genau in derselben Straße wie das Haus Grey Goose aus dem anderen Video, beziehungsweise aus der anderen Playlist. Und es ist faktisch 3-4 Häuser weiter. Also von daher eigentlich kann man da bestimmt Synergieeffekte haben, wenn die Häuser in derselben Gegend sind. Schauen wir uns die harten Fakten zum Haus einfach mal an. Baujahr 1930, das ist ein Duplex, also ein Zweifamilienhaus, zwei Apartments übereinander. Das Apartment im Erdgeschoss ist ein sogenanntes One-Bedroom-Two-Bath, also zwei Badezimmer für ein Schlafzimmer. Das ist relativ selten und macht auch relativ wenig Sinn, aber ist nun mal so. Und das zweite Apartment ist die zweite und dritte Etage im Haus, also in Deutschland sagt man, glaube ich, die erste und die zweite Etage. Und das ist ein Two-Bedroom und ein Badezimmer, also Two-Bed-One-Bath, was so ein normaler Schnitt ist. Aber bei dem zweiten Apartment ist der Grundriss ein bisschen missglückt, beziehungsweise ist interessant. Sei es drum, das Haus hat 1939 Square Feet, das sind ungefähr 180 Quadratmeter. Geheizt wird mit Gas, relativ neue Gasheizung, Klimaanlagen sind drin, Wasserheizer sind auch mit Gas und Gas ist alles separiert, das heißt, es geht auf die Mieter. Gas und Strom ist separiert, Wasser an sich geht hier in dem Fall auf den Vermieter, also auf den Eigentümer. Aber schauen wir uns das Haus im Exposé bei Redfin einfach mal an. Na, ist dir bei den ersten Bildern hier schon was aufgefallen? Irgendwas Besonderes? Genau, da ist ein Redfin-Schild vorm Haus. Das heißt, das Haus ist nicht nur bei Redfin im Portal online gelistet. Nein, das geht noch einen Schritt weiter. Redfin bringt den Makler mit und der Makler ist bei einer Brokerage. Also der ist irgendwo angestellt bei einer sogenannten Brokerage und das in dem Fall Redfin. Das heißt, Redfin listet das Objekt, ist der Broker, das heißt, die Cottage geht an den Broker und hat noch Makler laufen, die direkt im Markt mitmischen. Die sind also schon einen Schritt nach vorne in den Markt reingegangen. Und das ist die Zukunft von diesen Portalen. Zillow beispielsweise, ein anderes Portal, was ich dir in anderen Videos schon vorgestellt habe. Zillow kauft inzwischen auch selber Häuser. Das heißt, die gehen richtig in den Markt, nehmen das Risiko, machen dir sofort ein Angebot für dein Haus und innerhalb von 1-2 Tagen kannst du das Haus an Zillow direkt verkaufen. Das läuft als Pilot in verschiedenen Regionen und bei Redfin ist das der nächste Schritt. Also das heißt, diese großen Portale gehen in den Markt rein als Player. Spannende Entwicklung. Welche Auswirkungen das haben wird, wenn Redfin und Zillow, also die großen Portale mit jede Menge Cash als Player in den Markt richtig eintreten, das bleibt abzuwarten. Aber da können wir mal ein separates Video drüber machen. Wenn dich das interessiert, schreib mir einfach Redfin als Kommentar unter das Video, dann weiß ich, dass ich darüber mal ein komplettes Video machen kann. Dank dir.
Ach ja, und nicht vergessen, wenn dir dieser Content gefällt, lass mir auf jeden Fall auch ein Like da. Aber gehen wir weiter zum Haus. Die Adresse ist 225 Bermond Road, den Link setze ich dir natürlich auch unter das Video, aber indem du einfach 225 Bermond Road Drexel Hill googelst, dann findest du auch alle Listings von den anderen Portalen. Wir sehen den Kaufpreis, 3,29 möchte der Verkäufer für dieses 2-Bedroom, 1-Bath and 1-Bedroom, 2-Bath Duplex House haben. Was schon mal recht hoch ist. Und diese Zahl mit den Square Feet hier, da hat er was mitgezählt, was glaube ich nicht mit zum Haus zählt, nämlich den Garagenkomplex. Ist aber so ein Mischding, ist es richtig, ist es falsch? Kann man sagen, zählt dazu, weil es ist ein Großteil vom Income in diesem Haus. Aber das siehst du später in diesem Video, wenn wir uns die Zahlen nochmal genauer anschauen. Hier haben wir den Floorplan, also den Grundriss. Hier unten ist die Porch, das ist das untere Apartment, der Fronteingang. Dann hat man hier den Living Room, also Wohnzimmer, Esszimmer. Hier ist das Schlafzimmer. Und dann haben wir hier nochmal ein kleines Badezimmer, was aber ein sogenanntes Full Bath ist. Das heißt, hier hat man eine Badewanne, Dusche, Duschbadewanne und ein Klo. Wenn die Duschwanne nicht da wäre, wäre es nur ein sogenannter Powder Room. Also hier ist ein vollwertiges Badezimmer. Dann haben wir hier noch das Kitchen, also die Küche, da ist auch alles da. Hier war dieser gestackte Washer und Dryer. Und hier haben wir das Badezimmer, was aktuell nicht als Badezimmer benutzt wird, wo eigentlich wirklich jede Menge Kram sogar in der Duschwanne liegt. Also da duscht niemand. Sei es drum, hier haben wir zwei Bäder mit einem Schlafzimmer. Interessanter Grundriss. Wenn man jetzt nach oben geht, das ist diese Treppe hier im Haus, also man geht hier die Treppe hoch und kommt dann hier oben an. Dann hat man rechte Hand das Badezimmer, hier die Küche, hier den Family Room und hier diesen Sitting Room. Und wie kommt man jetzt in die zwei Schlafzimmer? Das ist der Trick, und zwar durchs Badezimmer durch. Also das ist ein bisschen weird, das ist ein interessanter Grundriss. Aber die Mieterin, die da gerade wohnt, wohnt da schon viele Jahre und die ist zufrieden und die würde auch weiter da wohnen wollen. Also durchs Badezimmer durch und dann geht man nochmal eine Treppe hoch und kommt hier oben raus und hat hier ein Bedroom und einen zweiten Bedroom, den die Mieterin aktuell als Fitnessraum, Sportraum benutzt. Schauen wir uns die Zahlen und das Exposé nochmal genauer an. Was sehen wir hier? Wir haben Great Investment Opportunity, Beautiful Corner Lot, soweit so richtig. Das Haus hat zwei Apartments, auch richtig. Und ein 4-Car Oversized Garage, genau. Also das ist schon eine große Garage und die ist aktuell auch vermietet an einen Bauunternehmer, der da seinen kleinen Bagger und ähnliche Gerätschaften vor der Garage abstellt, weil in der Garage hat er keinen Platz mehr, die ist voll. Und wichtig hier, this property is being sold as is, also der Verkäufer möchte nichts daran machen. Hier sehen wir die Maklerin, Roseanne Tully, und die arbeitet für Redfin. 3,29, 120 pro Square Foot. Wenn man die Square Footage richtig rechnen würde, wird es noch teurer. Aber ja, so, was haben wir noch? Open Houses, okay, 3D Walkthrough schauen wir uns gleich an. Die Price History, also der Eigentümer hier, hatte das schon mal 2009 versucht zu verkaufen, hat es aber wohl wieder rausgenommen und nicht verkauft. Also irgendwas ist hier nicht richtig, beziehungsweise es wurde zuletzt laut den Unterlagen hier 2008 verkauft für 175.000. Also 175.000 hat der Eigentümer damals gekauft und würde es jetzt für 329 verkaufen wollen. Ja, man kann ja alles verlangen, ne? Die Schulen in der Gegend, das ist wieder Drexel Hill, also 5 von 10, 3 von 10 und 5 von 10 für die Senior High, das ist okay. Und wenn wir jetzt hier nach unten scrollen, sehen wir nochmal similar homes, also ähnliche Häuser, hier recently sold homes. Und als treuer Fan und Zuschauer auf meinem Kanal fällt dir bestimmt auf, dass hier das Haus Grey Goose mit auftaucht. Grey Goose ist ein Haus, was wir auch vor kurzem erst gekauft haben, hier am 30. April nämlich. Dazu habe ich eine ganze Videoserie gemacht. Den Link zu der Playlist Grey Goose, den setze ich dir in die Beschreibung unter das Video und da kannst du dir nochmal alles im Detail anschauen zu diesem Haus. Dieses Haus Grey Goose ist wirklich nur 3-4 Häuser die Straße runter zu diesem Haus hier in der Bermond Road, was wir uns gerade anschauen. Das heißt, es zählt als Comparable bei der Preisfindung zu diesem Haus mit dazu. Was das genau bedeutet, das erkläre ich dir gleich. Du findest den Content spannend? Lass mir auf jeden Fall ein Like da, wenn es dir gefällt. Schick das Video an jemanden, den es auch interessieren könnte und dann kann ich auf deine Themenwünsche, die du mir als Kommentar am besten unter das Video schreibst, auch individuell eingehen. Dank dir!
Wie finden wir jetzt raus, ob dieser Kaufpreis, der geforderte Kaufpreis, gerechtfertigt ist? Wir schauen uns ganz einfach sogenannte Comparables an, also die Comps sozusagen. Das können wir am besten machen, gehen wir auf die Plattform selbst, also redfin.com. Hier sind wir noch bei dem Berman House und gehen einfach mal zurück auf die Startseite. Geben wir mal Drexel Hill nochmal ein. Und suchen jetzt hier einfach mal nach einem Property Type. Wir wollen sehen, welche Multifamily, also da wähle ich oben Multifamily aus, wurden denn in den letzten 3 Monaten in Drexel Hill verkauft. Das reicht uns erstmal als Suchkriterium. Jetzt können wir hier noch rein scrollen, weil hier unten ist die Berman Road und hier unten ist das Haus. Dann können wir hier noch Drexel Hill entfernen. Und als Faustregel gilt eigentlich, dass man große Straßen eigentlich nicht kreuzen sollte, weil andere Straßen, große Straßen heißt andere Neighborhoods, andere Gegend, heißt andere Preise. Aber hier sind wir in einer ziemlich kleinen Lage. Deswegen schauen wir mal ringsum. Also hier ist der Draw-Button, dann malen wir mal, wo wir schauen. Also hier ist das Haus. Dann würde ich sagen, die Marshall Road nehmen wir nicht mit, gehen bis hier runter, gehen bis hier rüber, überqueren nicht den Fluss und bleiben hier an der Bahnschiene. Das wäre der Bereich, in dem ich nach Comparables suchen würde und beim Preis schauen würde, ob dieser Preis gerechtfertigt ist für das, was wir hier geboten bekommen. Und was haben wir hier an Comparables, also an Mehrfamilienhäusern, die in den letzten 3 Monaten verkauft wurden? Oh, Überraschung, Grey Goose. Also hier haben wir ein Zweifamilienhaus, also ein Duplex mit einem 2-Bedroom-1-Bad und einem 3-Bedroom-1-Bad für 217.000. Das wäre ein Vergleichswert. Dann haben wir, was haben wir hier für ein Haus? 1400 Square Feet, das ist nicht so klein, aber auch nicht richtig groß. Was haben wir da? Das ist auch ein Duplex. Und dieser Duplex hat 2 Units und eine vermietete Garage. Das heißt, dieser Deal hier macht fast schon mehr Spaß, aber darum geht es gerade nicht. Ist ja schon verkauft. Nur der Richtwert hier waren 200.000. 200.000 für den Duplex. Oder eben 329 für das Haus, was wir uns hier angeschaut haben. Also von daher, 329.000 ist viel zu viel. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, hier im Vergleich, Grey Goose, größeres Haus, größere Apartments, wirklich niedrigerer Preis. Und das ist ein Nachbarhaus. Das heißt, hier an der Ecke steht das Berman House und das ist genau viel zu viel. Das heißt, 329.000, not gonna fly. Schauen wir uns den 3D-Durchgang durchs Haus mal an. Also der wird hier in dem Fall direkt schon von Redfin mit angeboten. Da klickst du einfach hier auf 3D-Walkthrough auf der Startseite und dann siehst du dieses Haus bzw. den kompletten Durchgang. Und das ist hier auch so eine Lösung von der Firma Matterport, wo man sich ganz tolle Aufnahmen quasi angucken kann und durch so ein Haus einfach mal durchlaufen kann. Und das machen wir jetzt mal. Wir laufen hier mal durch. Halt, Moment. Ich würde es gerne im Fullscreen sehen. Und dann kannst du hier unten dir auswählen, wie du dieses Haus angucken möchtest. Hier zum Beispiel als Dollhaus. Also das ist diese Puppenhausaufnahme, wo man sich dieses Haus von außen angucken kann. Das heißt, da baut die Software jede Etage, den ganzen Grundriss einzeln zusammen. Und es gibt ein schönes Bild. Und da kann man sich das Ganze im Detail anschauen. Man kann durch die Etagen durchspringen. Und man kann den ganzen Space einfach mal in 3D entdecken und dann braucht man nur hier unten links auf den Play-Button zu drücken und dann kann man die Tour genießen. Das machen wir jetzt mal. Hier sind wir unten durch den Hintereingang reingegangen, also das ist von diesem großen Parkplatz ins Haus rein. Das ist das zweite Badezimmer, was ich meinte, was wirklich nicht als Badezimmer nutzbar ist gerade. Die Küche, dann ist das der Dining Room, also der Fußboden auch noch schön original. Dann haben wir hier das Schlafzimmer, also das Master Bedroom, das einzige Schlafzimmer unten. Hier wieder die Decke mit Popcorn Ceiling und dem Wasserschaden. Dann haben wir hier den Living Room, also das Wohnzimmer, was man direkt betritt, wenn man das Haus hier durch die Vordertür betritt.
Das Bad haben sie wohl ausgespart. Wow, das ist die Treppe hoch, okay. Das ist ein bisschen wirr. Hier haben wir den Wohnzimmerbereich oben. Da siehst du auch die Kamera sogar im Spiegel. Da ist das Bürozimmer, was auch immer, Living Room. Dann haben wir hier die Küche. Dann haben wir hier das Badezimmer. Und wenn man das Badezimmer betritt, ja, macht er noch was? Genau, dann geht auch die Tür auf. Das ist wie so ein 3D-Spiel aus den 90ern. Und dann hatten wir diesen Treppenaufgang und kommt oben in das Master Bedroom links, also in ein Bedroom. Und der zweite Bedroom, der hier gerade als Fitnessraum, was auch immer genutzt wird. Die Deckenhöhe sieht niedrig aus, ist aber nicht niedrig. Also ist wirklich ausreichend, ist super. Das war der 3D-Durchgang. Cool, mach's einfach mal selber, schau es dir an, geh auf die Website redfin.com, schau dir das Haus an und hier oben findest du den 3D-Walkthrough, also den Link dazu. Und einfach mal die Show genießen. Schauen wir uns die Zahlen und Fakten zum Haus mal an. Also der Kaufpreis, den der Verkäufer hier möchte, sind 329.000. Der Investor hier in diesem Fall war bereit, 25% Eigenkapital mitzubringen, das heißt 82.000. Bei einer Zinsrate von aktuell hat die Bank gesagt 4,1, also 4,1% Zinsen auf 10 Jahre fix mit einer Amortisationszeit von 25 Jahren. Das heißt, $246.750 wäre der Mortgage Amount, das heißt das, was man von der Bank erfragt. Closing-Kosten würde ich bei diesem Haus mit 3,3% rechnen, das heißt Transfer-Tax und so weiter und so fort, die Kaufnebenkosten. Repairs sind hier aktuell null, obwohl hier siehst du schon ein Gerüst. Das heißt, da waren Dachschäden, die der Verkäufer verschwiegen hat. Die müssten mit einkalkuliert werden. Eine Inspektion würde noch andere Sachen hervorbringen. Zum Beispiel glaube ich, dass das Siding nicht ganz in Ordnung ist. Da muss was gemacht werden. Und der Mieter, also die Firma, die die Garage mietet, den habe ich kennengelernt und der hat sich auch schon beschwert, dass es wohl im Dach reinregnet. Das heißt, bei den Repairs würden noch Kosten hinzukommen, aber die lassen wir jetzt erstmal raus. Das heißt, das Gesamtinvestment, as is, wie es gerade dasteht, wären 339.000. Zur Ausgabenseite. Also die Steuern in dieser Gegend sind relativ hoch. Das heißt, wir haben hier $7.320 Steuern pro Jahr. Die Versicherung würde ungefähr bei $1.200 pro Jahr liegen und bei 10% Management. Die Gegend ist nicht so schlimm, also das heißt, da hat man nicht viel Turnover und die Mieter sind auch nicht so High Maintenance. Also das ist eine gute Gegend eigentlich. Da sind es auch 10%, das Haus an sich steht okay da. Also das heißt, da muss man nicht viel Wartung und Rücklagen bilden. Also 10% sind da okay. Other Costs in Drexel zahlt der Eigentümer vom Haus das Abwasser und den Müll, das heißt pro Apartment $450 plus jährlich nochmal eine $110, $115 Fee, damit die Gemeinde da sozusagen die Abnahme durchführt. Die Use and Occupancy, also das sozusagen ein Vermieterzertifikat ist das, also die prüfen Feuermelder und so weiter und so fort. Und das wären Other Costs zusammen für $1.015. Schauen wir uns die Einnahmenseite an. Hier unten habe ich einen Reiter Expenses und Leases. Expenses sind gerade noch null und Leases, da sind alle drei Mieten. Das heißt, aktuell zahlt das Apartment im Erdgeschoss $950, das Apartment in der zweiten und dritten Etage, erste und zweite Etage in Europa, ne? $1.100 und die Garage, hat er gesagt, wären angeblich $1.050 gewesen, aber nach Einsicht in den Mietvertrag kam raus, $950 it is. Also $3.000 Gesamtmieteinnahmen derzeit in der Gegend bzw. an diesem Haus. Die Mietverträge, die habe ich alle eingesehen, das heißt, die habe ich mir zeigen lassen, weil Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das bringt das Haus auf eine $3.000 Mieteinnahme pro Monat derzeit und ein Leerstand von 5% ist eigentlich, das ist ein Erfahrungswert, der ist gut in der Gegend. So, jetzt haben wir ein Multiple von 9,4. 9,4, also ein Faktor 9,4 für europäische Investoren ist das natürlich
Ja, der Traum. Und hier würde ich sagen, ist okay. 10,5% oder 10,6% Bruttomietrendite, ja, schon nicht mehr so okay, also aus meiner Sicht. Und 0,5% Cash on Cash und 7,9% Cash on Cash, wenn man den Principal mitrechnet, weil man das Haus natürlich jederzeit verkaufen kann. Ja, ist okay, ne? So, das heißt, hier kommt ein monatlicher Cashflow von $139 nach Abzug aller Kosten und Steuern für den Investor heraus. Also das wäre der Ertrag, der rauskommen würde. Also inklusive Principal, das heißt mit Downpayment, also die Mieter zahlen sozusagen die Eigentumsanteile für den Vermieter ab. Das heißt, der Vermieter kriegt jeden Monat Equity im Haus, also Anteile, und steigt somit auf $612 pro Monat. Soweit so interessant und attraktiv. Also die erste Frage wäre, ist dieser Kaufpreis gerechtfertigt? Die zweite Frage, ist der Kaufpreis gerechtfertigt, wenn wir diese Garage nicht vermieten könnten? Denn eine Garage in der Größe an einen Kunden bzw. an einen Mieter zu diesem monatlichen Mietpreis hier von $950 pro Monat zu vermieten, das ist schon eine Herausforderung. Das sind alles private Leases, also das sind private Mietverträge. Und das hier unten ist ein sogenannter Commercial Lease. Der Mieter, wenn der wegfallen würde, dann fällt dieser Business Case. Deswegen ist das die zweite Frage. Frage 1, ist der Preis gerechtfertigt? Frage 2, ist das Risiko hier, ist es das wert? Und was muss man hier mit einkalkulieren, damit es irgendwie passt? Schauen wir uns an. Und was heißt das jetzt für den Investor? Also ich habe ihm abgeraten, weil die Zahlen sagen einfach, dass 329 zwar für europäische Augen einen guten Faktor bringen und vielleicht auch eine gute Rendite, aber das Haus ist viel zu teuer. Wie bereits erwähnt, es muss keine FOMO an den Tag gelegt werden, also FOMO, Fear of Missing Out. Es gibt weitere Deals, es gibt immer wieder Deals und man muss nicht um jeden Preis dieses Haus kaufen. Und nebenbei gesagt, der Verkäufer will auch nicht um jeden Preis verkaufen. Also ab wo würde der Deal denn Sinn machen oder wäre realistisch? Wie du gerade gesehen hast, das Nachbarhaus, also vier Häuser weiter runter, die Straße, ging für 217.000 weg. Das Haus an sich ist zu teuer dafür, dass es nur zwei kleine Apartments hat. Die Garage, ja, das ist ein Faktor, den man mit kalkulieren muss, aber das ist ein riskanter Faktor. Denn wenn dieser Mieter geht, dann macht das Haus keinen Spaß mehr. Das heißt, hier muss man mit einkalkulieren, dass die Leases hier korrigiert werden müssten. Also ein Risikopuffer würde ich sagen 500, das wäre die Miete, die hier erzielt werden kann. Diese beiden Mieten sind marktüblich, das kannst du gerne einfach mal gegenchecken. Such einfach mal nach einem Ein-Bedroom- oder Zwei-Bedroom-Apartment in Drexel Hill und das ist marktüblich da. Wenn wir jetzt weniger Miete haben, dann siehst du schon, dass der Deal keinen Spaß mehr macht. Also wir haben jetzt nur noch $2,500 pro Monat. Der Faktor ist auf 11 hochgeschnellt und der Cash on Cash minus 0,7%. Das heißt, der reine Cashflow jeden Monat $200 knapp minus. Der Deal wird nur noch gerettet und gehalten, dadurch, dass man hier in den USA das Haus gleich wieder verkaufen kann und keine Vorfälligkeitsentschädigung und Ähnliches zahlen muss. Und deswegen kriegt man den Cashflow von trotzdem $275 pro Monat, obwohl das Ganze negativ ist. Aber der Deal macht so keinen Spaß. Wo würde der Deal denn anfangen, Spaß zu machen? Also wo würde es Sinn machen? Und zwar bei 240.000. Mehr würde ich persönlich für diesen Deal nicht ausgeben. Das haben wir auch dem Investor so geraten. Das muss nicht sein. Das bringt den Faktor hoch zu 8 wieder bei niedriger Miete für die Garage, weil ganz einfach da ein hohes Risiko dabei ist, dass der Mieter geht und die Garage zu diesem Preis nicht mehr vermietet werden kann. Die Garagen können nicht einzeln vermietet werden. Ist, wie gesagt, ein Risikofaktor, den man mit bedenken muss. Das bringt den Cashflow auf $158 pro Monat hoch und der Cashflow insgesamt mit Principal geht wieder auf $500 nach oben. Das heißt, hier macht der Deal Sinn, hier macht der Deal Spaß, aber alles drüber wird, glaube ich, zu riskant und deswegen, da gibt es einen Daumen runter von mir. Das kann ich keinem empfehlen. Zu diesem Preis 329, das macht keinen Spaß. Dieses Excel-Tool hier kannst du dir einfach runterladen. Den Link dazu, den setze ich dir unter das Video. Einfach draufklicken und dir das Tool hier anschauen.
Und wenn du da die Zahlen editieren möchtest und das bearbeiten möchtest, gehst du einfach hier auf File, Download und lädst dir das als Excel runter und dann kannst du mit den Zahlen rumspielen und das Ganze anpassen und gucken, wo der Deal für dich Sinn machen würde. Noch eine kleine Quizfrage. Ein Faktor von 8, wäre das für dich interessant als Investor oder nicht? Lass mir mal einen Kommentar da. Wir haben kein Angebot für den Investor gemacht und wir haben auch dem Investor von diesem Deal abgeraten. Man muss aktuell nicht jeden Preis bezahlen. Es macht keinen Sinn. FOMO, also diese Fear of Missing Out, braucht man nicht mitspielen. Der Markt wird sich abkühlen und man muss nicht jeden überzogenen Preis bezahlen. Wir haben dem Verkäufer gesagt, ab welchem Preis, ab welchem Radius es für uns Sinn machen würde, da einzusteigen und gesagt, okay, wenn du soweit bist, sag uns Bescheid. Die Antwort war nicht so zufriedenstellend. Sei es drum. Es kommen neue Objekte. Dir gefallen meine Videos? Du konntest aus dem Video was mitnehmen? Lass mir auf jeden Fall ein Like da und zeig dem YouTube-Algorithmus, dass das ein Video ist, was auch andere Leute interessieren könnte. Beziehungsweise sendest du am besten gleich den Link an jemand anderen, den das auch interessieren könnte. Andernfalls hast du es geschafft. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.